Du in deinem, ich in meinem Film. Hey, du weißt, was du machst, wenn er spielt. Jeder Sonntag ist er rum. Noch so Blick drauf, wenn er kommt. Nur für dich, es ist Zeit. Gib es sie, du in deinem, ich in meinem Film. Also schaust du an, schaust du an. Ja, der Block ist da, ja, der Block ist da. Chineserina, Negers und Negerina. Kommen wir zu unseren Infos. Und zwar, ich zeige mal ein Lied vom Kaiser Sosa, von seinem Album, wo es rauskommt. So, das Lied heißt Film Reef. Also, ich zeige mal einen kleinen Abschnitt. Hört gut zu. Und wenn ihr mehr hören wollt, von dem und so, geht einfach in YouTube rein. SAR, Kaiser oder Kaiser SAR Channel, könnt ihr das Lied ganz hören. Also Regie, lass mal Film Reef. 25 Stunden Zeit, um sich verabschieden. Edward Norton, ich guck ihn noch nicht wach bleiben. Regisseur bin ich viel auf Film hier. Du bist scheiß Movies, hat nicht ein Filmriss. Und der Film schiebt als wäre von John Singleton. Tausend Film, wo ich klappe, alle finden den Filmriss. Regisseur bin ich viel auf Film hier. Du bist scheiß Movies, hat nicht ein Filmriss. Und der Film schiebt als wäre von John Singleton. Tausend Film, wo ich klappe, alle finden den Filmriss. So, ganz geile Lied, sage ich euch. Ich meine, das Lied ist einfach der Hammer. In dem Album gibt es mehrere Lieder, die noch geiler ist als das Lied. Liebe Leute, also checkt das Album. Nicht vergessen, wie gesagt, wie ich immer noch gesagt habe, nicht mehr auf den Bars und so. Oder Leute da draußen, könnt euch melden für die CD zum Verteilen. Also macht es nicht kurz oder so. Zieht die Chancen drin, sondern macht den Scheiß. Es ist gar nicht so gefährlich, wie ihr denkt, man. Es ist keine Droge. Ich kann Drogen hier, verdammte Motherfuckers. Also, kommen wir zum zweiten Info. Und zwar, Fick deine Mutter Clip. Haben wir jetzt am Bearbeiten, sind wir jetzt dran. Und Fick deine Mutter Clip kommt am 2. Dezember raus. Das heisst, 2. Dezember ist Fick deine Mutter. Alter, das ist der Lied. Also, 2. Dezember am Sonntag wird es in YouTube verteilt. Geht rein, geht los. Geiler Clip, geiles Lied, du Motherfucker. Also. So, jetzt zum nächsten Punkt. Wenn du ein Problem mit mir hast oder mir Geld schuldig und meine zwei Korkonis kratzen, dann passiert das mit dir. Johnny, ich weiß es. Ich weiß es. Und du bist tot. Träum mir nicht. Fick dich, jetzt versprechen! Vollkommen egal, wo du hingehst. Vollkommen egal, was du tust. Ich werde dich auf jeden Fall kriegen. Ich werde dich kriegen und dann schlitze ich dir die Kehle auf. Und danach werde ich dich ganz aufschlitzen und mir dein scheiß verficktes Herz schmecken lassen. Du solltest beten, Johnny, du kleiner Ficker. Bete, dass die scheiß Bullen dich finden, bevor ich dich erwische. Lass dich auf deinen Weg clear fallen und bete. Hallo? Hallo? So. Ich raste aus, Mann! Ich raste aus! So passiert das! So! Also! Überleg zweimal, was du willst von mir oder was du mit mir machst. Du Motherfucker! Kommen wir zu meinem Gast. Der Gast ist der Rocco! Let's get up, Motherfucker! Alles! Gut. Rocco, mach's gut. Danke, dass ich da sein darf. Bitte, gern geschehen. Danke, dass du auch da bist.
Rocco, erzähl mal den Leuten da draußen, was du bist eigentlich für den Schlachthaus Records. So. Ja, also ich bin der Rocco, ich bin Co-Producer bei Schlachthaus Records. Ich arbeite mit dem Maschip und dem Kaiser Soße am neuen Album im Film zusammen. Das heisst, ich bin ein bisschen im Hintergrund. Ich tue ein bisschen mischen mit dem Maschip, ich gebe Tipps, auch Videoclip drehen und so Sachen. So Kleinigkeiten halt, aber bis jetzt läuft es gut und ich denke, der Album wird ganz krass. Ja, also der Album wird der Hammer, liebe Leute. Reinziehen, unbedingt. Da steckt es im Kaiser Soße viel Arbeit drin. Potenzial. Viel Sperma und so. Also kann man den Scheiß, Mann. Ja, was der Lied? Was findest du das beste Lied vom Kaiser Soße in dem Album drin so? Ja, ein Lied, wo auch ein ernstes Thema anspricht, ist jetzt im Moment Dings. Keiner braucht dich da. Keiner braucht dich. Das ist ein ganz krasses Lied. Und es handelt von einem Thema, wo in der Jugend wahrscheinlich auch ein bisschen das Thema ist, oder? Okay. Ich denke. Regie, lass mal den Lied ab. Du bist nicht sympathisch, mach dir nicht aus, auch wenn es wahr ist. Für dich geht's Leben nicht weiter. Such dir einen Blick und spring los, wer am Schischen. Setz dich mit dem Scheiß nicht aus. Gib einfach auf, im Himmel wartet schon eigentlich drauf, dass endlich aus. Ich kann gar nicht bitten. Da ist Bett und Christ, da schlaft er blättern. Ganz geiles Lied, ja, sag ich nur. Krass Text und ja. Ja, vor allem weißt du, das ganze Album und so, ich bin, eben, du bist auch dabei gewesen, ja, wo er geschrieben hat und mir gerade aufgenommen hat. Ich meine, jedes Lied, jeder einzelne Lied ist ganz geil gewesen. Es steckt einfach Potenzial drin. Du siehst auch bei der Arbeit, dass er es ernst meint, oder? Ja, ja. Ich meine, du siehst, weißt, auch wenn etwas nicht richtig ist, kann er es 100 Mal aufnehmen. Ja. Oder? Und am nächsten Tag, er sagt vielleicht, ja, das ist gut, aber nachher, am nächsten Tag sagt er, das ist Katastrophe, dann müssen wir es wieder aufnehmen, ja, aufnehmen. Aber es gibt halt die Tage, wo er vielleicht, keine Ahnung, ein paar Mal versucht und so nachher dem Tag vielleicht hässig wird, sagt, du Motherfucker, bla bla bla. Aber es ist so, aber das ist, weißt du, ein Künstler hat das. Er tut alles perfektionieren. Also weißt du, beim Kaiser Soße, er schaut einen Tupac-Film oder so, sagt er, okay, jetzt wollte ich wie er sein, Mann, dann lebt er nachher weiter, Mann. Nicht wie die anderen da draußen, ja, scheiße, Mann, ich habe zwei Zeilen vergessen oder so. Nein, ein Rhyme verhängt. Er ist mit Leidenschaft dahinter. Ja, ja. Er ist mit Leidenschaft dahinter, das ist klar. Nein, ist gut. Liebe Leute, kaufen das Album. Ja, wenn es rauskommt, wirklich. Und meldet euch zum Verteilen, nicht vergessen, gell? Rocco, ich muss dich leider verabschieden und so. Das erste Mal möchte ich nur etwas sagen. Das Lied, das ich auch sehr geil finde und wo ich auch dabei war im Videodreh, das Kuba. Das Kuba ist ein ganz geiles Lied. Kuba-Lied. Der Text und so, das prägt sich alles in dich hinein. Das, ja. Mit der Hand in die Kuba. Kuba. Wie geht der Hock schon wieder? Alle Hand in die Luft, nur für Kuba. Kuba. Weil man immer aufwacht in Kuba. Die Frauen sind da aber krass. In Kuba. Nein, ist ein ganz geiles Lied. Ist ganz geiles Lied. Also das Lied ist ganz geil. Liebe Leute, weiter teilen und so, es braucht mehr Anklicks. Das ist geiler so. Text, geiler Rapper. Tun mal den Clip teilen und wir brauchen mehr Anklicks. Ja, eben, leider ist der Clip irgendwie runtergegangen, oder, mit den Klicks. Aber ich habe jetzt gesehen auf YouTube, dass es ein paar Klicks mehr hat. Ich bin jetzt in Klasse, ich schalte dich ab, da gibt's nicht mehr den Klass. Mit dem Mund haben wir vorne durchstanden, es geht in der Pornofrau. Bei der Hand in die Luft, nur für Kuba. Will mir auch mehr aufwachen in Kuba. In Kuba, in Kuba, mit der Hand in die Luft, nur für Kuba. Will mir auch mehr aufwachen in Kuba. Ja, die Frauen da sind zu krass in Kuba. In Kuba. Ja, ganz geiles Lied, ich schwöre auf alles, das Lied ist einfach geil. Ja, eben, wenig geklickt, aber jetzt habe ich gesehen, es ist weit aufgegangen, nur etwas. Ja. Aber wir geben nicht auf. Liebe Leute, gehen YouTube rein. Gehen YouTube und nehmen da kein SSR. Gebt Kuba rein, hört den Scheiß, tun den teilen auf Facebook und in YouTube. Keine Ahnung, frag mal deinen Kollegen, den anderen Kollegen, sagst mal, ey, kein geiler Rapper und so, Kaiser Soße, los mal Kuba, zieht mal den Scheiß hin. Er findet's geil, nachher gibt er das weiter als seine anderen Motherfuckers-Kollegen und ja. Ja, ich hoffe, dass es ein bisschen mehr aufgeht, aber es ist ganz geil. Und der Videoclip auch. Ich denke, er wird schon gut sein. Ich meine, die Leute da draußen, die machen das sicher. Ja.
Wenn nicht, der Motherfucker, der das nicht macht, ist für mich halt ein... Motherfucking shit. Ja, nein, es kommt euch über etwas auf euch zu. Es ist wirklich ein geiles Album und ich hoffe, dass ihr das teilt und dass ihr auch ein paar Sachen nehmt, ein paar Kopien nehmt und auch weitergeht und so, weißt du? Ja. Ja. Das ist, ich hoffe es. Das steckt Arbeit dahinter, Leute. Ich hoffe es. Machen das, liebe Leute, sonst passiert das wie mit dem Clip, den ich gezeigt habe. Also, machen das, was ich sage. Verdammte Scheiße, wir sind fast fertig, Rocco. Ja, ich muss dich entlassen. Ja, das kann ich nicht. Fertig mit Block 5. Aber nächstes Mal Block 6. Wie immer am 6. Am Sonntag am 10. Nicht mehr am 11. Liebe Leute, checken den Scheiß hin. Es gibt ein paar Leute, die das regelmäßig schauen. Ich sage nur Respekt an die Motherfuckers da draußen. Gut gemacht. Immer weiter so und ja, teile den Scheiß. Ganz genau, das ist mir. West Side, Motherfuckers, West Side! So, hast du gedacht, ich habe den Deal von dir vergessen, oder was? Ich habe den Filmabend vergessen. Nein, Mann, ich habe es nicht vergessen, ich wollte nur euch verarschen, Motherfuckers. Also, der Film ist da. Der Film des Woche ist Biggie Film, Notorious B.I.G. Ich muss den Scheiß reinziehen. Ist ein ganz krasser Film. Halt. Ja, Negerfilm, Biggie und so, da kommt auch noch manchmal Tupac vor. Und ja, zieht den Scheiß hin, es lohnt sich. Ich empfehle euch den Scheiß. Schaut den Scheiß. Und ja, Scheiße, Mann, ich habe keine Kommentare bekommen, nichts. Ich will keinen Film kommentieren. Ich meine, ich hätte euch gerne mal einen Film von euch zeigen, den ihr gerne habt, mal zeigen da vor der Kamera, bla bla, aber ihr, Motherfuckers, macht das nicht. Wieso? Findet ihr das etwas peinlich? Schaut ihr so Teletubbies da von dir oder so? Oder Twilight oder so? Was soll das Scheiß, Mann? Mann, schaut Gangsterfilms, schaut Niggersfilms und lustige Scheiße, Mann, wo ein bisschen Stil hat, Mann. Also, Schiebscheinonen, meldet euch und ich zeige euch den Scheißfilm, Mann. Budol.